Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Sendung von GriffesMühlenTV. Heute mit dem dritten Teil des Stadtfestes. Wir beginnen zunächst ganz sportlich und zwar mit dem großen Stadtlauf. Da gab es ja den Kinderlauf und den Erwachsenenlauf. Und wie die Ergebnisse dort waren, das sehen Sie in unserem ersten Beitrag. Und dann geht es auch gleich sportlich weiter mit dem Blau-Weiß-Nachmittag. Diesmal organisiert von Blau-Weiß, der Schützenzunft und dem Verein der Badeanstalt. Viel Spaß! Herr Schützner, Sven, ich glaube, ich habe den kleinsten Teil gefunden. Julian. Wo bist du denn aus Griffesmühlen, Julian? Ja, aus Griffesmühlen. Wie alt bist du, Julian? 5 Jahre, eine ganze Handvoll. Weißt du auch, wie groß du bist? Ja. Einen knappen Meter, sagen wir mal, ne? Du läufst heute hier mit, ne? 1,1 Kilometer. Hast du ein bisschen trainiert zu Hause? Ja? Bist immer um Kiez gelaufen, ne? Mit Papa, ne? So, guck mal, Papa läuft nachher die großen Kilometer, ne? Wir wünschen dir alles Gute und beim Start stehst du ganz vorne, ne? So, okay, gut, vielen Dank. Und du läufst auch 1,1 Kilometer beim Kinderlauf mit? Ja, ne? Hast du ein bisschen trainiert zu Hause? Sag einfach ja, genau, ne? Mutti und Vati freuen sich, dass du mitläufst, wir uns auch ganz besonders. Du kommst bitte mit ganz vorne an den Start nachher, ne? Damit die dich nicht umrennen. Wenn es losgeht, ne? Okay, gehen wir nochmal zur Mutti. So, 4 Jahre. Ja, danke schön. Hallo. Hallo. Kamera. Hallo. Und wieder 2 Kinderleute jetzt? Ja, die werden ja am Ende wieder zusammengefasst. Ja, welche Nummer ist jetzt im ersten Lauf? Die 0 bis 8-Jährigen, zweiter Lauf 9 bis 12. Ach so, vom Alter. Ja, mach das jetzt mal gut. Okay. Und alle müssen die Startnummer vorne auf der Brust und auf dem Bauch haben, damit wir beim Zieleinlauf euch auch in der Zeit messen können. Guck mal, da haben wir vorne 4, 5 Jahre, die stehen in der ersten Reihe. Das sind unsere kleinsten oder die jüngsten Teilnehmer. Das ist zukünftige Schulkind. 8, 5, 1. Ab 8, 5, die kommen in die Schule. So. Also alle, die bis 8 Jahre sind, laufen jetzt hier mit. Bis 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, meine Herren, hier geht alles nochmal nach hinten. Ihr seid zwei. Klasse 4B, kommt mal bitte zu mir. Ja. Klasse 4B. Hallo. Die 826, 826 wird Zweiter. Applaus bitte hier. Oliver Siebenschuh aus Wismar. 801 wird Dritter. Guck mal, da kommt das erste Mädchen ins Ziel. 886, das erste Mädchen, zweite Mädchen, 816 und dritte Mädchen, 872. Wunderbar, sehr schön. Wo sind denn meine beiden kleinen Stürze? Heidi, hallo. Oh, guck mal, da kommt der erste Kleine. Guck mal, guck mal. Oh, die 867, guck mal hier. Da, bis da hinten. Bis zu dem Scanner, wie beim Aldi. Guck mal, da kommt noch ein Platz, das ist für 4-Jährige. Oh, hier, guck mal. Ganz, ganz toll. Sehr schön. Wunderbar. Oh, hier die 806. Guck mal. Sehr schön. Weiter. Wunderbar.
8, 51. Julia, deine Schwester kommt ins Ziel. Und die 894. Das ist die Alina aus Grevesmühlen. Komm, Alina, ins Ziel. Die 8,85. Also der Läufer mit dem Schuh ist noch nicht im Ziel. Weiterlaufen, weiterlaufen. Zieh, 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 komm, 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 komm. Sehr schön. Amelie mit hauseigener Musik heute. Jetzt kommt der Turnschuh. Ich sag's nicht, wer es ist. Jetzt kommt der Turnschuh. Hat er meinen Schuh dran? Ja! Mutti, er muss ihn nochmal laufen. Schwer. Zeitung, guck mal hier, Zeitung. Da fehlt die Spitze.
10. Herzlichen Glückwunsch! Der erste 10 Kilometer Läufer im Ziel, der 117. Also, die jetzt auftreten, das ist der Kinderturnclub des SV Blau-Weiß Grevesmühlen. Dort sind Kinder im Altersbereich von 3 bis 6 Jahren, die sonst eben breit gefächert viele verschiedene Übungen, Bewegungen machen, sich viel ausprobieren, viel Neues lernen. Und für heute haben sie einen kleinen Tanz vorbereitet.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.